Hallo zurück hier bei uns bei Sunmobilcast in Marktindersdorf. Ihr habt es bereits unten im Titel richtig gelesen. Heute geht es mal wieder um eine Weltneuheit, um den Weinsberg-Karrer Bus, um den 550 MQ auf. Ja, wir sehen es hier, Ford Transit, frisch abgeladen vom LKW. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal kurz hier aufs Firmengelände. Kannst hier einmal nach vorne schwenken. Da sieht man ein bisschen was von uns. Und ja, erster Eindruck so. Ich fahre ihn jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Wirklich angenehm. Wir haben hier 177 PS Automatikgetriebe, also wirklich sehr gut ausgestattet. Lederlenkrad und ja, viele weitere Highlights, die wir uns jetzt gleich nochmal in Ruhe anschauen. Und das Beste hier an dem Video ist, dass der Wagen aktuell ja noch zur Verfügung steht und sofort zu haben wird. Da ist er. Wir haben ihn jetzt direkt hier reingefahren in die Halle und ihr seht ihn ja selbst in einem wunderschönen Grau, ähnlich wie Campo Volo Grau. Seppi, zeigt gerne mal, was hier abgeht. Das Ding ist ja wirklich schick. Ich würde sagen, wir schauen hier auch direkt einmal weiter Richtung Fahrertüre. Dann können wir auch direkt mal die Sitze zeigen, weil die sind wirklich sehr angenehm. Also man sitzt richtig gut drin, kann auch einiges verstellen. Also nicht nur die Höhe, sondern auch hier vorne das Polster kannst du hier auch nochmal hoch und runter fahren, Armlehnen hat er und so weiter und so fort. Wir haben natürlich hier das Sonderpolster ActiveFog, also ein atmungsaktives Abwaschpolster mit dem Abperleffekt. Ich setze mich auch gerne mal rein. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, ihr habt es ja auch gerade gesehen, Lederlenkrad, wo du vielleicht noch mal näher drauf eingehen kannst, ist hier die Multifunktionssteuerung. Also die hat sich Ford schon zu Herzen genommen, würde ich mal sagen. Also viel mehr Knöpfe geht fast gar nicht. Also da ist schon einiges an Belegung am Start. Und wie gesagt, 177 PS Automatikgetriebe. Hier die ganze Lichtsteuerung, die Türverkleidung kannst du auch mal zeigen. Verdunkelung funktioniert hier beim Ford von unten. Ja, das habe ich ja schon mal mit Niklas vorgeführt auf der Händlertagung, die jetzt auch demnächst wieder ansteht. Wir sind schon gespannt, was an Neuheiten rauskommt. Und hier seitlich haben wir natürlich auch wieder was am Start. Ja, auch gut gemacht. Total einfach, unkompliziert und langlebig gelöst. Ja, muss man dann hier am Ende mal total vorfahren und dann funktioniert das auch. So, ganz wichtig natürlich, Rahmenfenster bei uns, bei Sunmobilcast immer am Start. Außenplan und flächenbündig heißt, sieht nicht nur besser aus, ist auch einbruchsicherer und besser isoliert. Das Fenster im Klo ist nicht Standard, muss genauso wie diese Verbreiterung hier im Bettbereich dazu bestellt werden. Also macht auf jeden Fall in meinen Augen beides Sinn. Standardmäßig haben wir hier eine Bettenlänge von 1,93 mit der Verbreiterung sind es 2,04 Meter. Die Verbreiterung macht den Wagen um die 6-7 Zentimeter, hätte ich jetzt mal behauptet, breiter. Bevor man es vergessen, hier haben wir den runden Außenkamin, haben wir jetzt seit neuestem öfters angesprochen. Wir haben hier nämlich eine Dieselheizung verbaut. Ja? Also früher waren die runden Kamine immer für die Gasheizungen, die eckigen für die Dieselheizungen. Und hier beim Karrer Bus auf Ford haben wir serienmäßig eine Dieselheizung verbaut, eine Truma Kombi 4, also mit 4 kW. So, Toilette haben wir hier auch am Start, ganz klassisch, Dometic oder Tedford in dem Fall, genau. Chemietoilette kann man hier einfach rausziehen. Hat natürlich auch hier die Trolley-Funktion am Start. Was ich halt ganz praktisch finde, ist, dass man hier vorne noch eine Ablage hat für Handschuhe, Lappen oder die Toilettenchemie. Sperren wir jetzt direkt zu, ja, dann ist das auch alles sauber. Genau. Heckansicht ist natürlich immer Geschmackssache, aber für einen Ford finde ich es echt cool gemacht. Hier hinten haben wir auch neue Fenstergrößen. Also sieht auch cool aus. Ich mache jetzt gerade hier mal die Hecktüren auf, dann seht ihr auch mal den Laderaum. Der Wagen ist 5,53 Meter lang, er nennt sich zwar 550, ist aber wie gesagt 5,53 Meter. Wir schauen jetzt hier unten mal in den Laderaum rein, Seppi. Da haben wir nämlich 4 richtig starke Zurösen. Geht gerne mal näher drauf ein, also die sind durchgeschraubt. Heißt, da kann man auch richtig was festmachen. Hier hinten links habe ich schon mal aufgemacht, da ist die Aufbaubatterie am Start, standardmäßig eine 95 Ampere Banner AGM Batterie, darüber Platz für eine zweite. Ich empfehle natürlich auch gerne mal Lithium, kann man aber natürlich ohne Probleme jederzeit nachrüsten. Genau, jetzt muss ich selber mal schauen, das kann man hier so abziehen, ja, und dann hast du hier die komplette Technik aufgeräumt. Oben rechts das blaue Kastel ist der Ladebooster, dann Sicherungskasten 230 Volt, Sicherungskasten 12 Volt, Ladegerät. Schau mal hier, der Radkasten ist auch komplett isoliert, so wie das ganze Fahrzeug. Also Wintercamping ist hier auch kein Problem. Und wie gesagt, mit der Dieselheizung ist man halt auch unabhängig vom Gas und kommt damit ohne Probleme zurecht. Genau, schauen wir gleich mal weiter. Hier haben wir dann Gas. Gas ist hier verbaut für den Gaskocher. Da passt eine 5 Kilo Flasche zum Beispiel rein. Also sollte reinpassen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht auswendig, aber eine 2,5 auf jeden Fall. Im besten Fall eine 5. Hier oben auch ein cooles Fach, jeder Hohlraum ausgenutzt. Perfekt eigentlich für Euroadapter, Kabel etc. Also da kriegt man auch alles aufgeräumt. Die Markisenkurbel hat hier ihren Platz. Und wie ihr hinten seht, ist hier auch ein Heizluftausströmer. Also hier kommt warme Luft raus, das ganze Ding ist beheizt. Auch hier unten gehen wir da auch nochmal rein. Ist auch nochmal so ein Hohlraum für
Zubehör etc. Und hier hinten, ich habe gerade den Deckel aufgemacht, kommt man nochmal an den Frischwassertank ran. Der wird von außen befüllt und von dieser Luke hier entleert. Also wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und da ist noch Wasser drin, macht man hier den Kugelhahn auf und Abfahrt. Genau. In diesem Sinne packe ich das ganze Gedöns hier einmal einen Stock tiefer. Dann schauen wir uns gleich das Bett von innen an, wenn wir drin sind. Tür können wir einmal zumachen, wo du nochmal eingehen kannst. Hier ist die Stoffverkleidung. Also das haben die echt cool gemacht. Das ist ja eigentlich bei jedem Weinsberg schon immer so gelöst. Das ist einfach wohnlich, angenehm und natürlich auch hier, guck mal, innen auch gemacht. Und gehe auch hier gerne nochmal näher drauf ein, weil das ist ja, wie gesagt, diese optionale Ausbeulung, die man bestellen kann, damit man, wie gesagt, eine längere Liegefläche hat. Genau. Sonst natürlich auch wieder Aufbau, Lautsprecher und Steckdosen hinten im Schlafbereich. Das haben wir, sage ich mal, standardmäßig am Start. Und sonst würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal weiter rechts um den Wagen herum. Türe links, Türe rechts. Zack. Frischwassertank ist hier. Wird ganz einfach aufgeschraubt und dann befüllt. Oben die Markise. Auch cool gemacht, finde ich, mit dem Weinsberg-Sticker. Sieht mal ganz basic aus. Und natürlich auch die Regenrinne mit LED-Beleuchtung. Dafür gibt es dann auch eine Fernbedienung. Man kann das Ganze dann auch dimmen, also heller oder dunkler machen. Ja. Sonst Schiebetür einmal auf. Haben wir natürlich die Fliegenschutztüre, die ist bei Weinsberg nicht serienmäßig, heißt, die muss man immer dazu bestellen. Haben wir natürlich getan. Hier unten die Trittstufe, ist auch nicht Standard, aber macht Sinn. Und guck mal, am besten filmst du von hier, von der anderen Seite, haben wir den Kühlschrank, nämlich hier vorne angebracht. Heißt, ich komme hier eigentlich auch wunderbar von außen ran. Wenn man mal im Sommer draußen frühstückt, ist das eine gute Geschichte. Oder auch während der Fahrt, ja, wenn man ein bisschen längere Arme hat, sollte man da ganz gut rankommen. In diesem Sinne gehen wir einmal rein. Ja, ist jetzt noch alles frisch und kalt, stelle ich am besten mal hier hin. Da haben wir hier oben nämlich gleich das Bedienpanel. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, genau, kann man jetzt hier einmal einschalten. Das muss ich selber mal kurz ausprobieren. Genau, haben wir nämlich hier diese intuitive Lichtsteuerung. Die ist jetzt eigentlich vom Knaus übernommen. Kannst vielleicht auch noch mal genauer drauf eingehen. Früher hatten wir bei Weinsberg oder bei anderen Weinsberg-Modellen immer noch diese klassischen Lichtschalter. Und hier hat man jetzt so, ja, eine intuitive Lichtsteuerung. Heißt, man kann hier auch länger drauf drücken, die Lichter dimmen. Die hier oben, muss ich jetzt gerade selber mal ausprobieren. Wo ist denn die Küche? Genau, gehen hier an. Und dann ist das eigentlich eine ganz coole Geschichte. Dann haben wir hier die neue 2-Flammen-Gaskocher- und Spülenkombination. Natürlich alles aus Edelstahl, auch mit diesem eisernen Rost hier drauf. Wenn man hier reindrückt, haben wir auch eine Piezo-Zündung, also eine Automatikzündung. Und man kann das Ganze natürlich auch voneinander unabhängig auf- und zuklappen. Was ich mega finde, ist hier diesen Ablagebereich, dass man hier halt einfach mal was ablegen kann. Viele haben halt da gar nichts, die haben einfach nur diesen, ja, Kocher- und Spülenbereich und sonst keinen Platz. Hier haben wir, warte, ich stelle mich mal da vorne hin, haben wir ein bisschen mehr Platz, haben wir, ja, Besteckschublade. Das ist die Tischbeinverlängerung bzw. das halbe Tischbein, wenn man vorne ein Notbett bauen möchte. Was hier auffällt, ist, wir haben einen Vollauszug, heißt, die Schublade geht ganz raus. Bei vielen geht es ja nur so weit raus, hier geht es eben komplett raus. Und auch die gleichen Verschlüsse wie im Knaus, heißt flächenbündig. Ja. Hier kann ich jetzt auch aufmachen, da muss ich nur den Tritt hier einmal rausmachen, Sekunde. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gemacht, aber man muss das einfach so leicht anheben und dann geht das hier ziemlich simpel raus. Kleinere brauchen es vielleicht, größere brauchen es nicht, aber dafür ist es, wie gesagt, dabei. Richtig große Schubladen, also hier bekommt man Topf, Pfanne und alles Mögliche untergebracht. Und hier unten haben wir dann nochmal eine Klappe. Hier ist auch wieder der Radkasten hinter der Wand verbaut, also hier eher primär Technik, aber ja, das eine oder andere kleinere Gedöns kriegt man hier auch noch unter. Ja? Daher, wie gesagt, alles wieder flächenbündig verriegeln. Und dann geht es hier oben direkt weiter. Der hat hier oben auch LED-Lichter drin, habe ich gerade ertastet, ich muss jetzt nur ehrlich sein. Muss man ausprobieren, jetzt hat, wo das angeht. So, und dann sieht man hier, hat man hier, wie gesagt, einige Stauraummöglichkeiten. Diese Bretter hier kann man auch in der Höhe verstellen oder rausmachen. Und sonst, wie bei Knaus und Weinsberg gewohnt, auch wieder alles in Vollkorpusbauweise. Ja, ich mache gerne mal den Reißtest. Ja, also hier wackelt nichts. Alles massiv, ja, alles hier mit Softclose, alles selbstverriegelnd, also Fächer zu. Und fertig. Ja, hier oben wieder Fliegenschutz, Verdunkelung. Ich glaube, man kann sogar noch ein größeres bestellen. Würde ich aber gar nicht machen, weil auf dem Kastenwagen macht ja auch gerne mal Solar oder so Sinn. Und so hat man halt einfach maximal Platz auf dem Dach. Genau. Die Stufe können wir wieder reinmachen. Also man kann auch diese Holzbretter hier komplett rausmachen, dass man dann, wie gesagt, theoretisch durchladen kann. Und was auch ganz cool ist, sind diese Lampen hier unten, ähnlich wie im Flugzeug. Einfach so eine Nachtbeleuchtung, dass man dann halt auch die Stufe trifft und nicht ins Leere steigt. Ja. Genau, ich weiß nicht, ob wir das schon drauf hatten, aber hier auch für Gewürze, Salz, Pfeffer oder Gedöns hat man hier schöne Ablagen. Oben drüber nochmal eine 12-Volt-Steckdose und hier nochmal eine 230-Volt-Steckdose. Wie gesagt, die Lichtsteuerung. Das hier ist ein Temperaturfühler von der Heizung. Wie gesagt, Dieselheizung serienmäßig verbaut.
und mit 5,53 Meter ein super kompaktes Fahrzeug. Ich bin jetzt aber auch nicht der Kleinste, nicht der Schmälste. Passe hier mit 2,04 Meter Liegelänge ohne Probleme rein. Ich bin 1,91 groß und ja, zu zweit wird es dann, je nachdem wie groß man ist, schon kuschelig, aber soll es ja vielleicht auch sein. Sonst gehen wir hier einmal rein. Bad, jetzt muss ich einmal kurz schauen, wo es Licht angeht. Also das ist jetzt tatsächlich hier alles auch neu für mich, aber vermute mal, dass es hier draußen angeht. Genau, hier einmal einschalten, schwupp. Dann haben wir, wie gesagt, hier das optionale Fenster am Start. Was richtig cool ist, ist das neue Waschbecken. Da kannst du gerne mal näher drauf eingehen, weil das jetzt eine richtige Größe hat. Und da kann man sich halt wirklich mal die Hände waschen, da hat man mal Platz, ohne dass man da wie so ein, ja, was weiß ich, was drin steht. Und sonst hier Toilette kann man natürlich drehen, ja, dass man sich dann auch entsprechend hinsetzen kann. Können wir einfach mal demonstrieren, schwupp. Ja, und dann hat man hier auch noch mal einen Spiegel, dass man sich frisch machen kann, sich sieht. Das ist der Duschvorhang. Der wird hier oben in diesen schwarzen Clips einfach eingeklipst. Ja, also da gibt es 4 Stück und dann hängt er hier wunderbar runter, dass man den eben auch schnell rausmachen kann, wenn man dann geduscht hat, dass er eben nicht dreckig wird oder hier Feuchtigkeit im Raum hat. Dann eben Ablagefächer, auch hier wieder Soft Close. Hier oben nochmal die abklappbare Kleiderstange. Ja, kommt man gut ran, sieht gut aus, auch mit dem Licht hier schön hell. Hier hat man nochmal Platz für Toilettenpapier. Das sind nochmal so Stöpsel für die Duschwanne oder das Waschbecken. Und hier hat man auch nochmal ein richtig großes Fach, wo man dann seinen Kulturbeutel, Duschgel und so weiter unterbringen kann. Jo, dann würde ich sagen, schauen wir uns einmal den Sitzbereich an. Beziehungsweise erstmal hier den Stauraum oben drüber. Also für so einen kleinen Wagen haben wir hier echt viel Stauraum. Ja, hier die Lampen gehen hier mit Touch an. Zack. Ja, hier oben haben wir auch nochmal ein richtig großes Fach. Ja, kriegt man auch mal ein paar Decken, Kissen oder einfach Jacken rein. Sonst den Tisch hier, den kann man wie immer verschieben oder auch aushängen. Man kann den, wie gesagt, auch unten einhängen, um da nochmal ein Notbett zu bauen. Dafür ist auch natürlich das Polster entsprechend dabei. Man kann hier reingreifen, die Sitze auseinanderfahren. Man kann die dann auch hier nochmal so ein bisschen schräger stellen, wenn der Klett hier unten greift. Jetzt so. Oder halt wieder zusammenfahren. Zack. Hier haben wir auch das Symbol für Isofix. Also Isofix ist, wie gesagt, auch am Start. Heißt, ihr könnt eure Kindersitze ohne Probleme festmachen. Genau, hier drunter sitzt die Heizung. Da ist jetzt, sage ich mal, nichts Spannendes zu erklären. Genau, das kann ich jetzt hier hinlegen. Was vielleicht noch wichtig ist oder interessant ist, wie man die Sitze umdreht. Dafür am besten nicht auf die Sitze drauf setzen. Einfach den Sitz ein Stück vorfahren, Hebel entsichern. Dann kann man den hier ohne Probleme umdrehen. Das gleiche machen wir jetzt einmal beim Fahrersitz. Vorfahren, entsichern. Jetzt bin ich hier mit dem Gurt hängen geblieben. Zack. Ein bisschen weiter noch vorfahren und dann lässt sich es auch ohne Probleme umdrehen. Es ist nur der Gurt hier hängen geblieben anscheinend. Okay. Passt. Zum Zeigen wunderbar. Dann haben wir hier die Armlehne noch am Start, auch gut zum Einstellen. Zack. Und dann kannst du vielleicht gerne mal so ein bisschen nach hinten gehen, dass wir das Raumgefühl mal so ein bisschen drauf bekommen. Ja, muss sich der Wagen, denke ich, nicht verstecken. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, er ist halt hier bei uns, bei Sunmobilcars in Marktindersdorf. Er ist sofort verfügbar. Er hat eine coole Ausstattung, eine coole Farbe, Automatikgetriebe, starken Motor, Dieselheizung, also er ist unabhängig, autark. Man kann ihn noch aufpimpen, aufrüsten mit Solar und Lithium und was weiß ich nicht allem. Also wirklich ein tolles Fahrzeug. In diesem Sinne, wir treffen uns gleich nochmal vor dem Fahrzeug und sprechen noch einmal über Preis und Zuladung. Wir haben es jetzt auch schon fast geschafft mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Die zwei Fragen klären wir noch einmal. Thema Zuladung. Zuladung haben wir hier zwischen 600 und 650 Kilo, also beim Carabus auf Ford mit 5,53 Meter überhaupt keine Frage. Preislich, ja, kommt natürlich immer darauf an, wie man den Wagen konfiguriert. Ihr habt es jetzt gesehen, er hat serienmäßig schon viel drin, wie zum Beispiel die Dieselheizung. Wir haben jetzt noch die Rahmenfenster, das Automatikgetriebe, den großen Motor, Markise, die Sonderfarbe und so weiter reingepackt. Der Wagen steht hier und ist verfügbar und kostet um die 73.000 Euro. Am Ende wollen wir natürlich jeden als Kunden gewinnen. Es kommt natürlich auch immer noch ein bisschen drauf an, wollt ihr weitere Ausstattung, wie zum Beispiel eine Anhängerkupplung, die übrigens eine Anhängelast hätte von 2.500 Kilo. Lange Rede, kurzer Sinn. Kontaktiert uns gerne per Mail oder Telefon, kommt auch gerne vorbei mit Terminvereinbarung und dann machen wir euch einfach ein individuelles Angebot, damit es Sinn macht. In diesem Sinne, LKA, liken, kommentieren, abonnieren, auf jeden Fall drauf und dran bleiben. Macht gerne mal einen Schwenk, wir haben ja einiges rumstehen und es folgen auf jeden Fall weitere Videos.